Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und ich bin jetzt irgendwo in Niederösterreich mit der Nahost- und Energiepolitik-Fachkraft Dr. Karin Kneisel verbunden. Guten Tag, Frau Kneisel. Guten Tag, Herr Schall. Sie haben ein neues Buch mal wieder geschrieben, Sie sind ja eine Vielschreiberin. Erschienen im Braumüller Verlag und zwar heißt das Buch Mein Naher Osten. Da dachte ich mir, als ich das gesehen habe, hui, habe ich was verpasst, hat sich die Frau Kneisel jetzt den Nahen Osten unter die Nagel gerissen. Worauf bezieht sich der Titel? Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, dass ich eigentlich die letzten 47 Jahre im Nahen Osten gewissermaßen zugebracht habe, wobei mein ganz bewusstes und intensives Interesse entstand, als ich so 17, 18 war, rund um die Abiturvorbereitungen. Aber wahrscheinlich hat im Unbewussten schon gewirkt die Tatsache, dass ich 1969, 70 einen Teil meiner Kindheit, also es war nicht sehr lange, es waren knapp 2 Jahre, aber wahrscheinlich haben sie doch irgendwo prägend gewirkt, in Jordanien verbringen durfte. Und als ich dann viele Jahre später in Jordanien wieder arbeitete, damals in der Filiale einer österreichischen Bank, da war es mir doch ein wenig möglich, bestimmte Vergleiche zu ziehen. Und das, was ich eben in diesem Buch versucht habe, ist die Stationen, die ich so in den letzten bald eben 50 Jahren im Nahen Osten unternommen habe, sei es als jemand, der dort gearbeitet hat, studiert hat, im diplomatischen Dienst unterwegs war, beziehungsweise in den letzten 15 Jahren eben unter anderem auch als freie Journalistin, beziehungsweise auch als Lehrende. Da hatte ich die Möglichkeit, sozusagen die Veränderungen aus einem säkularen Konflikt, den einst der arabisch-israelische Konflikt darstellte, hin zu einer religiösen Auseinandersetzung ein wenig mitzubeobachten, weil ich auch immer wieder mit den Menschen gelebt habe. Also ich war nicht auf Stippvisite für 2, 3 Tage dort, sondern habe einfach bestimmte Veränderungen miterlebt. Und das habe ich hier und auch immer wieder Freunden erzählt oder im Unterricht eingebracht. Und dann war die gewisse Nachfrage da, erzähle doch mehr von deinen ganz persönlichen Begegnungen. Also nicht nur die Chronologie, die Analysen darzulegen, mit dem Leser zu teilen, sondern auch eben diese sehr vielen, sehr persönlichen Begegnungen. Das war der Hintergrund des Buches. Was in Ihrem sehr flott geschriebenen Buch auffällt, ist zum Beispiel die Episode, als Sie zum ersten Mal nach Jerusalem gekommen sind, obwohl Sie eigentlich in den Libanon wollten. Wie kam es dazu und wo haben Sie dann gearbeitet? Ganz genau. Ja, es ist mein großes Interesse und gewissermaßen was eine Sehnsucht war, seitdem ich so 17, 18 war. Ich wollte unbedingt im Libanon arbeiten, ich wollte unbedingt an der dortigen amerikanischen Universität studieren. Und weil der Weg in den Libanon in den 1980er Jahren ziemlich verbaut war aufgrund der dortigen Bürgerkriegssituation, Entführung von Ausländern, eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit, ein Visum zu erhalten, bin ich dann kurzerhand nach Jerusalem gegangen und konnte dort zu Gast sein bei einer palästinensischen Familie, die ich über 3 Ecken aus der Schule her kennenlernen durfte, wollte aber nicht bei dieser Familie sozusagen hocken bleiben und dort der Gastfreundschaft nur erleben dürfen, sondern beschloss, mit Geld, das ich für 14 Tage hatte, an sich 3, 4 Monate im Land zu verbringen. Das war also während meiner Semesterferien an der Universität und habe Arbeit gesucht und ursprünglich war der Wunsch, in einem Kindergarten zu arbeiten, landete aber dann in einem Hospiz, wo ich unheimlich viel erleben durfte, vor allem eben die Situation der sterbenden Israeli, der sterbenden Palästinenser, wie sich einfach im Moment eines langen Sterbens eine gewisse Gleichheit und Ähnlichkeit ergibt. Und das Jerusalem der 1980er Jahre war an sich ein echter Melting Pot noch. Wir hatten damals einen ganz, ganz hohen Anteil an sephardischen, also orientalischen Juden. Es war ein gewisses Nebeneinander möglich, nicht unbedingt immer ein Miteinander, aber es war relativ friedlich noch im Jahr 1983, 84, also vor der ersten Intifada. Man arbeitete zusammen, man mochte sich nicht unbedingt, aber man profitierte teilweise voneinander als Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und das hat sich dann natürlich mit den Entwicklungen ab 87, 88 vollkommen gedreht. Und gegenwärtig sind wir natürlich in einer Pattsituation, aus der es keinen Ausweg gibt. Aber das Jerusalem der frühen 1980er Jahre, in dem ich eben insgesamt dann 2 Jahre arbeitete, hat mich unheimlich geprägt, sodass ich mich da noch entschloss, an der Hebräischen Universität für mein Doktoratsstudium zu forschen. Und es ist einfach eine Stadt, die einen gewissen Mythos ausstrahlt und die sich viele streiten. Mittlerweile ist eben dieser Streit in etwas Unlösbares hineingemündet.
Sie haben ja Jura studiert und kamen dann infolge des Jurastudiums wieder nach Jerusalem. Das war dann Anfang 1988. Und jetzt habe ich in Ihrem Buch etwas entdeckt, was mich sehr gefreut hat, mehr oder weniger für Sie. Nämlich, Sie hatten das große Privilegium, einen gewissen Jeschajahu Leibowitz kennenzulernen. Ja, genau. Und der Herr Schall, mit dem Sie gerade reden, ist ein großer Fan von dem Herrn. Ja, ich weiß. Können Sie mal erklären für Leute, die ihn nicht kennen, was war das für ein Sportskamerad? Ja, das war eine unglaubliche Persönlichkeit. Ein Vertreter noch dieses alten europäischen deutschsprachigen Judentums, das sich einfach auszeichnete durch einen unglaublich kritischen, freidenkenden Geist. Etwas, was es in der Form weltweit immer mehr zur Mangelware geworden ist, aber ganz besonders auch in Israel, weil dieses alte europäische Judentum einfach etwas ganz anderes war als diese Blut- und Bogen-Ideologie, die dann eben über den Zionismus aufkam. Weil Ben-Gurion, der also moderne Vater des zeitgenössischen Zionismus, also der erste Premierminister ja auch, wünschte sich ja einen gestählten, braungebrannten Bauern mit Maschinenpistole in der Hand und etwas ganz anderes als eben diese philosophischen, kritischen Geister, wie eben ein Jeschajahu Leibowitz war. Und Leibowitz war für viele Israelis eine Art Maverick, also ein Widersacher, der sich also immer wieder auch gestellt hat gegen den Expansionismus eben der Siedlungspolitik, aber nicht nur gegen den. Also er hat den Staat Israel insgesamt äußerst kritisch gesehen und hat das auch immer wieder mit sehr überzeugenden philosophischen und nicht politischen, nicht jetzt menschenrechtlichen oder anderen Argumenten, sondern wirklich auf rein philosophischer Basis untermauert. Und ich war schwer beeindruckt und dankbar einfach auch, dass dieser alte Herr, der damals auch schon Anfang 80 war, mich die kleine 23-jährige Dissertantin empfing und ich nahm eben damals auf einem alten Tonbandgerät unser Gespräch auf und ging wirklich ziemlich verklärt weg, weil wenn man einem solchen Menschen begegnen darf, dann gehört das einfach schlichtweg zu den Höhepunkten eines jungen Lebens. Ja, falls sich jemand da ein bisschen mehr vertiefen möchte, es gibt das Buch von Michael Schaschar, Jeschajahu Leibowitz, Gespräche über Gott und die Welt 1990 im Insel-Taschenbuch Verlag, würde ich sehr empfehlen. Kommen wir dann dazu, worum ging eigentlich es in Ihrem Studium bzw. in der Dissertation, die Sie dann in den Nahen Osten führte? Mich hat immer wieder die Frage bewegt und persönlich auch ziemlich irritiert bei Grenzübergängen, wo liegen die Grenzen, was sind die Grenzen des Nahen Ostens? Weil die gesamte Frage auch, was ist Territorium, der Bezug zwischen Bevölkerung und Territorium im Nahen Osten einfach ein ganz anderer ist als in dem vom Westfälischen Frieden her geprägten Westeuropa-Territorialkonzept. Also ein Volk, eine Nation, Territorialstaat, Nationalismus, das sind ja Konzepte Westeuropas, nicht einmal in Mitteleuropa haben sie sich so stark durchgesetzt. Und das ist im Nahen Osten ganz besonders fragwürdig, weil hier viele religiöse, ideologische und natürlich auch sicherheitspolitische Konzepte, wo liegen die Grenzen, aufeinandertreffen. Und ich stellte mir also in dieser Dissertation die Frage, wo liegt Israel? Und habe dazu also sehr, sehr unterschiedliche Antworten eingeholt. Aber eine wesentliche Recherche unternahm ich dann im Archiv des Premierministers und hatte damals das große Glück, dass gerade die 40-jährige Archivsperre für die Korrespondenzen von 1947-48 aufgehoben wurde. Und es war eine hochinteressante Primärquellenforschung, die ich eben machen durfte. Und ich erinnere mich gut in jener Momente, als ich die Telegramme von Ben-Gurion und seinem damaligen Vertreter bei der UNO in New York, Aber Eban, in Händen hielt, wo Aber Eban, also damals Anfang 30, ganz junger Diplomat, schreibt zurück an Ben-Gurion und sagt, ich werde hier dauernd gefragt, wo liegen unsere Grenzen? Das war also die Problematik während des 1948er Krieges, der also aus israelischer Sicht der sogenannte Unabhängigkeitskrieg ist, aus palästinensisch-arabischer Sicht die große Naxa, die große Niederlage, Erniedrigung. Und Ben-Gurion antwortete damals Aber Eban ziemlich klar in einem Telegramm, erwähnen Sie Grenzen überhaupt nicht, Fakten werden militärisch im Felde geschaffen werden, also accomplished fact.
Und das ist an sich eine Linie, die Israel immer durchgezogen hat. Und ich befasse mich darin auch mit diesen unterschiedlichen Konzepten von Grenzräumen und Grenzlinien. Also im Englischen haben wir dafür auch einen eigenen Begriff, nämlich Frontier. Und die Frontier ist etwas, das immer durch physische Präsenz gesichert werden muss. Dan Diener, ein deutsch-israelischer Politikwissenschaftler, hat das auch sehr schön erörtert in einer Studie, in dem er also den Frontier, den Grenzraumbegriff mit Besitz gleich, also erörtert. Besitz, Dieb kann auch Besitzer sein, also es ist hier ein Gewaltmomentum drinnen, das heißt militärische Präsenz oder eben auch das, was wir in Israel erleben oder was wir auch im Hochmittelalter in Europa hatten, der Wehrbauer, der also mit der Waffe in der Hand die Pflugschar immer ein Stückchen weiter zieht in das andere, in den anderen Raum hinein und somit also expansiv wirkt, das haben wir in Israel seit der Staatsgründung auch immer wieder beobachten können und genau das ist an sich auch das Thema der Siedlungspolitik. Und das haben viele kritisch denkende Israelis immer wieder erörtert, aufgegriffen. Und man kann es eigentlich auch sehr, sehr schön ablesen, wenn man sich also mit den Telegrammen, mit den diplomatischen Korrespondenzen der 1940er und dann auch später der 1960er Jahre auseinandersetzt, die nicht die in dem Umfang also noch nicht alle zugänglich sind, aber jene von 47, 48 durfte ich eben lesen. Und das war hochinteressant und hat mir viel erklärt, wie eigentlich ja, die Abläufe waren, weil jeder hat da so seine eigene Chronologie, die natürlich auch immer eine Art Propaganda ist. Und ähnlich haben wir natürlich auf arabisch-palästinensisch, muslimischer Seite, muss man heute fast sagen, weil das Problem ist nicht mehr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Völkern, sondern mittlerweile leider zwischen Religionen geworden. Wir haben eben den Begriff der Umma Islamia, also der islamischen Gemeinschaft, die sich eben auch weiter hinzieht, als es wahrscheinlich mit den existierenden Staaten noch irgendwie sich decken ließe. Jetzt ist das ja auch mit den Grenzen so eine Frage bei der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung. Wie soll eigentlich der Palästinenserstaat aussehen, wo das doch eigentlich nur ein Flickenteppich ist? Ganz genau, es ist ein Flickenteppich, es ist Patchwork, Leopardenfälle, also es gibt viele Begriffe mittlerweile, mit denen eben Diplomaten hier auch handhaben. Selbst ein George Bush, als er noch Präsident war, hat einmal ziemlich wütend seinem israelischen Kollegen, das war damals ohnehin schon Netanyahu, also Premierminister, gesagt, also ihr könnt nicht so weitermachen mit eurer Siedlungspolitik, das kann kein lebensfähiger, kein zusammenhängender palästinensischer Staat sein. Und das ist das Problem. Also ich habe mich immer schon gefragt bei der Zwei-Staaten-Lösung, wie soll das umsetzbar sein? Allein die Verbindung zwischen dem Gazastreifen eben an der Meeresküste, dieses riesige lange Sandstrand und auf der anderen Seite eben das Westjordanland. Mittlerweile haben wir beim Westjordanland wirklich nur mehr Gebietsfetzen und wir haben ein völlig zersiedeltes und umgebautes Ostjerusalem. Was letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir immer mehr Stimmen, sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite haben, die sagen, vergessen wir die Zwei-Staaten-Lösung. Die Palästinenser mit dem Argument, die Demografie arbeitet für uns. Das heißt, ein jüdischer Staat mit einer jüdischen Mehrheit lässt sich demografisch langfristig nicht aufrechterhalten. Und das sieht man auch heute schon innerhalb also des Israels, der sogenannten Grenzen von 67, die keine Grenzen sind, sondern eigentlich nur Waffenstillstandslinien waren. Und innerhalb eben jenes Israels, der sogenannten Green Line, haben wir heute schon einen Bevölkerungsanteil von israelischen Arabern um die 22-23%, der wächst. Und wir haben natürlich eine Bevölkerungsmehrheit von Palästinensern versus rund 500.000-600.000 israelischen Siedlern im Westjordanland. Und hier meinen viele, also die Demografie würde sozusagen das zionistische Projekt sowieso umstürzen, hört man vielfach auf palästinensischer und auch eben darüber hinaus Seite. Andererseits sagen viele Israelis, und das haben wir gerade in der gegenwärtigen Regierung, eben auch ganz offiziell, forget about the Two-State-Solution, und das Argument der Deportation beziehungsweise eben kriegerischen Veränderung ist ganz, ganz klar wieder auf der Agenda. Also das hat man jetzt auch mit der Veränderung im Büro des Staatspräsidenten, das haben wir in der aktuellen eben Zusammensetzung dieser Regierung, die ja nicht so aktuell ist, die gibt es jetzt auch mittlerweile schon 5 Jahre. Also da dreht sich vieles auf absoluten Konfrontationskurs. Ein Problem besteht ja zwischen Israel und der Hamas.
Wenn ich das jetzt aber in Ihrem Buch recht verstanden habe, dann war die Hamas erst einmal wohl gelitten bei den Israelis im Gegensatz zur PLO, weil es mehr gerne gesehen wurde, dass die Palästinenser sich religiös betätigen, anstatt politisch motiviert Aktionen durchführen. Ganz genau so. Also die Hamas wurde eigentlich erst, ich habe es jetzt nicht ganz genau in Erinnerung, ich glaube es war 1979, 80, dass sie wirklich verboten wurde. Aber im Laufe der 1970er Jahre war das Hissen einer PLO-Flagge durch einen palästinensischen Jugendlichen, also darauf standen einige Jahre Gefängnis, während das Hissen eben einer islamischen schwarzen oder grünen Flagge, das war wohl gelitten. Und Israel investierte sogar indirekt als Besatzungsbehörde in den Bau von Koranschulen und Moscheen. Also man hat hier ziemlich auf das falsche Pferd gesetzt, indem man meinte, es sei doch viel besser, die Leute gingen beten, als dass sie sich jetzt politisch engagierten. Und der Zulauf der Hamas wurde eigentlich auch immer stärker seit der Niederlage der arabischen Staaten 1967. Also 60er Jahre war so noch der Höhepunkt des eines säkularen, panarabischen Gedankens, damals auch stark verkörpert durch Nasser von Ägypten. Die Niederlage von 67, die also total, absolut niederschmetternd war für die arabische Welt, da haben damals auch immer stärker religiöse Gruppierungen gesagt, kommt zu uns, wir plädieren dafür, den alten, also die alten Regeln und Lebensstil wieder hochzuhalten und nur dann, wenn wir uns sozusagen wieder auf diese Tugenden besinnen, dann werden wir den Feind besiegen können. Und das haben ja nicht nur die Israelis hier sozusagen die religiösen Elemente stark unterstützt, das machten die USA auf ihre Weise in ihrem Bündnis mit Saudi-Arabien und tun es eigentlich auch bis heute. Und man hat eigentlich völlig unterschätzt diese Anziehungskraft religiöser Bewegungen. In Ihrem Buch vertreten Sie die These, dass der Islamismus, das Aufkommen des Islamismus, eine Art Gegenbewegung zur Globalisierung sei. Trifft das nur auf den Islam zu oder auch auf andere Religionen? Ich würde sagen, auf sehr, sehr viele andere Religionen. Also am Islamismus lässt es sich sehr gut ablesen, weil er eben am massivsten ist, am sichtbarsten und mittlerweile jetzt auch schon in die dritte Dekade reingeht. Also es ist wirklich keine Entwicklung der letzten Jahre, sondern das hat angefangen in den frühen 1980er Jahren. Das hat man in Kairo im Straßenbild einfach wahrnehmen können. Und ich habe es in Familien immer wieder gesehen und kann es bis heute beobachten, wo also die Großelterngeneration mittlerweile, muss man sagen, also die Damen und Herren jenseits der 60 und 70, sind also um einiges liberaler als ihre Enkelkinder, die sich eben abgrenzen wollen, indem sie eben ihre Fastengebote einhalten, indem sie sich, sage ich jetzt ganz salopp, verkleiden, ja, weil man damit eben eine gewisse Frömmelei an den Tag legt, die vor allem mit Abgrenzen zu tun hat, nicht mit Spiritualität, sondern es geht einfach darum zu zeigen, ich hebe mich ab von der dekadenten liberalen Masse. Und wir beobachten das aber natürlich genauso in anderen Religionen. Also der französische Soziologe Gilles Kepel war meines Wissens nach einer der ersten. Der hat 1988 ein sehr gutes Buch herausgegeben, in dem er genau diese These klar erörtert. Dieses Buch heißt Die Rache Gottes, La Revanche de Dieu, wobei er eben die Analogien aufzeigt zwischen eben religiös-fundamentalistischen Bewegungen des Judentums, des Hinduismus, aber auch eben der katholischen und der protestantischen Kirchen. Neben eben jenen des Islams. Und ich glaube, wir werden noch einige bedrückende Entwicklungen gerade auch in Indien erleben. Ja? Die BJP ist zurück und die BJP-Partei, also die Hindu-National-Religiöse Partei, war schon einmal an der Macht, ist damals gescheitert aus verschiedenen Gründen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vor dem aktuellen Hintergrund einer tiefen gesellschaftlichen Spaltung, einer weltweiten eben Krisenstimmung hier auch wieder stärker mobilisieren kann und man kann ja aus aller Ferne schon den Aussagen gewisser BJP-Politiker zu Malaise, Problemen, tiefsitzenden Problemen in der indischen Gesellschaft sehr stark erkennen, wie hier also das angelsächsisch geprägte, säkular gestimmte Indien immer stärker weicht einem sehr religiös verhafteten, dass sich auch durch eine Arroganz auszeichnet. Also wir sind etwas Besseres, wir sind etwas Höherstehendes als diese mediocre Western Way of Life, den man uns aufgestempelt hat.
Ein wesentlicher Akteur in Nahost sind die USA. Und mit einem Stipendium kamen sie an die Georgetown University, was ja eine Art von Kaderschmiede ist für Diplomaten. Welche Beobachtungen konnten Sie da machen? Sind das tatsächlich so brillante Köpfe, wie uns das hier immer verkauft wird? Überhaupt nicht. Also ich war eigentlich erschüttert von dem sehr, sehr tiefen Niveau, das ich also gerade beobachtete an der School of Foreign Service, die, wie Sie richtig sagen, eben eine sogenannte Kaderschmiede für Diplomaten ist. Um hier ein Beispiel zu nennen, also ich habe dort wirklich hautnah erlebt, diese alte dumme Weisheit von wegen, wer zahlt, schafft ran. Die wesentlichen Sponsoren des Zentrums für arabische Studien kamen alle aus dem Golf. Und wir hatten damals im Jahr 1988, das war fast 10 Jahre nach der Islamischen Revolution im Iran, keine einzige, aber nicht eine einzige Lehrveranstaltung über politischen Islam, über den Iran, sondern es wurden eigentlich Fächer und Themen unterrichtet, so als wäre man noch in den 1970er Jahren, ja, also arabischer Nationalismus, steinzeitlicher, also Rückblicke. Und mich hat das ziemlich irritiert, weil an unserer verstaubten Arabistik in Wien, die nun wirklich nicht also eine Weltreputation hatte oder auch heute nicht hat, aber wir hatten eine viel breiteres Fächerangebot, weil man eben auch Pro-Seminare angeboten bekam, die etwas kritischer, etwas kontroverser waren. Und dieses kontroverse und pluralistische Denken habe ich in den USA, und ich kann jetzt wirklich nur für Georgetown sprechen, aber ich habe dort auch einige Kollegen von den sogenannten anderen Top 10 Ivy Leagues erlebt. Und das Problem mit vielen Arabisten, das ich damals auch sah, also US-Amerikaner, die dann Arabisch studieren, ist, es ist für sie die erste Fremdsprache und sie tun sich verdammt schwer, dann in eine andere Fremdsprache so wirklich hineinzukommen, weil ihnen hier einfach ein Sprachgefühl und Sprachstrukturen fehlen. Und im Vergleich mit den Orientalisten, Arabisten, die ich in den 80er Jahren noch kennenlernen durfte auf internationalen Arabischkursen, die damals aus Moskau kamen, aus Prag kamen, aus Leipzig vor allem auch. Ja, also die DDR hatte ja in dieser alten Tradition, die gerade die Orientalistik von Leipzig immer gehabt hat, viel, viel bessere arabisch sprechende Experten. Und es war damals für mich schon erkennbar, dass hier einfach ein Basiswissen fehlt, abgesehen von den Sprachkenntnissen. Und das äußert sich meines Erachtens schon in dieser sehr tollpatschigen und brandgefährlichen Herumgetapse, dass die USA seit den frühen 1990er Jahren ja immer wieder im Nahen Osten an den Tag gelegt haben. Und mir wurde damals, also ich habe es immer mit Schmunzeln beobachtet, angeboten, ja, you will make a great career, you speak all those languages und so weiter. Also es war, bleiben Sie doch hier. Und gerade auch in Georgetown bei den sogenannten Berufsmessen am Campus, also diverse Nachrichtendienste rekrutieren ja dort vom Fleck weg, weil sie also wirklich mit viel Eifer jedem hinterher sind, der eine Fremdsprache spricht. Aber es fehlen ihnen schlichtweg die Leute. Und sie haben ja dann in späteren Jahren, hat sich auch immer wieder gezeigt, wie sehr sie dann auch auf die Nase geflogen sind in Analysen, weil sich teilweise also Personen in höheren Positionen festgesetzt haben, denen schlichtweg die Sprachkenntnisse und das Wissen fehlte. Und das ist ein Problem einfach in der Auswertung von Analysen, gar nicht erst zu reden, wenn es darum geht, dass sie jetzt Diplomaten ins Feld hineinschicken. Also nur ein Beispiel aus der Gegenwart, die größte Botschaft, die die USA weltweit unterhalten, ist bekanntlich jene in Bagdad. Dort arbeiten 5000 Personen, die in irgendeiner Weise mit dem diplomatischen Rang zu tun haben, plus noch einige tausende andere, vom Putz bis Sicherheitspersonal. Und keiner von diesen hat offensichtlich mitbekommen, was sich hier im irakisch-syrischen Grenzraum abspielt seit Februar. Also wenn man hier 2, 3 arabisch sprechende Zeitungen liest oder ein bisschen arabische Sender hört, dann bekommt man schon allerhand mit, selbst wenn man jetzt also ein bisschen weiter weg aus dem Raum ist. Und das habe ich damals eigentlich schon beobachtet in Washington, weil ich hier also immer wieder mir dachte, oh Mann, sie sind nicht wirklich in der Realität. Also sie sind irgendwo anders, aber sie wissen nicht, was sich vor Ort abspielt. Ja, und sie sind auch, was sie aber eigentlich auch von sich selber wissen, keine Schachspieler. Genau, das ist nett, dass Sie dieses Thema auch einbringen. Also das war für mich ein Schlüsselerlebnis in der Begegnung mit dem damaligen Leiter des Nahostprogramms im Think Tank Brookings. William Quant hatte unter den Präsidenten Ford und Nixon im Sicherheitsstab gedient, und
Ich besuchte damals diesen älteren weisen Herrn. Ich habe also in der Library of Congress lange vor der Internetzeit viel mit Mikrofisch gearbeitet und bin also diverse Stapel an Dokumente durch und habe dann den Bill Quandt gefragt und gesagt, also entschuldigen Sie, aber im Juni 75 tun Sie das, im August etwas anderes, im Oktober 75 ist wieder eine ganz andere Linie, wo ist die Logik? Und daraufhin meinte Bill Quandt damals, wissen Sie, mein junger Freund, also young friend, wir in den USA, wir spielen nicht Schach, wir spielen Baseball, Hit and Run. Und diese Hit and Run Metapher ist mir seither im Hinterkopf geblieben. Also es ist sozusagen das Prisma, durch das ich immer wieder Ereignisse beobachte. Und wir erleben es gegenwärtig einfach hautnah in diesem tiefen Dilemma, in dem die USA stecken, wo sie jetzt wirklich nicht mehr wissen, was sie tun wollen. Und dann schickt man halt 300 Navy Seals nach Bagdad, die das Kraut nicht wettmachen werden. Oder man schickt in der Ukraine 500 übergewichtige NATO-Soldaten nach Polen, die dort auch nichts verändern werden. Also es ist eine reine Hit-and-Run-Taktik, mit der sie, glaube ich, mittlerweile atemlos geworden sind. Würden Sie jetzt sagen, die Tendenz der USA und davor auch von England, sich den Gegner von morgen selber aufzubauen, ist das ungeschickt oder was steht dahinter? Da steht, glaube ich, gar nichts dahinter. Also da steht wirklich nur, wie Sie richtig sagen, gewisse Ungeschick, Tollpatschigkeit. Vielleicht auch Interessensgruppen, die da und dort am Werke sind, aber nicht, jetzt würde ich sagen, mit dem langfristigen Mastermind-Ansatz. Also das bisschen, was ich so von der US-Diplomatie an bestimmten Konfliktherden mitbekommen habe, ist, wenn wo etwas ausbricht, dann rekrutiert man wie wild gewisse Experten für ein bestimmtes Thema, hat aber dann plötzlich zu viele, die sich nur mehr selbst koordinieren und wo dann ein ziemliches Tohuwabohu herauskommt. Und so hat man also beispielsweise Mitte der 90er Jahre wie wild eben rekrutiert Personen, die sich im Balkan auskannten, weil dann war plötzlich Balkankrise, oh Gott, wo liegt das und was machen wir damit? Ich kann mich erinnern, der damalige Außenminister James Baker hat 1991 versucht, im US-Kongress zu erklären, who is who in Jugoslawien, indem er also die damals guten Serben, also aus US-amerikanischer Sicht noch guten Serben, mit den guten Nordstaaten des Bürgerkrieges in den USA verglich und die Abtrünnigen mit den Südstaaten. Also man hat dann versucht, gewisse US-amerikanische Metaphern hier hereinzuholen zum Verständnis. Dann drehte sich der Blick auf Jugoslawien. Und da hat man also sehr, sehr viele Experten hineingeholt, die dann wieder entlassen wurden. Das heißt, dann im Kosovo-Krieg stand man wieder vor einem neuen Dilemma. Und ähnlich verhält es sich mit dem Nahen Osten. Also man hat die Arab Experts über die Jahre hindurch trockengelegt, die wenigen, die es gab. Und dann plötzlich brauchte man sie 2003 oder brauchte sie doch nicht. Jetzt bräuchte man sie auch wieder. Also es ist immer so ein Hire-and-Fire-Tendenz da, die ja auch in Unternehmen besteht. Das heißt, man baut nicht einen wirklich guten Stab auf den man immer wieder hört, sondern es ist einfach eine eben sehr, sehr kurzfristiges Denken. Und man darf auch eines nicht unterschätzen, ich habe selbst einmal in einem politischen Kabinett 2 Jahre gearbeitet, was einen Entscheidungsträger dann letztendlich zu einem bestimmten Schritt bringt. Das kann ein Telefonat in allerletzter Minute sein mit einem Interessensträger aus der Wirtschaft, aus der Religion, was auch immer, während vielleicht ein gut vorbereiteter Analyseabteilung eines Ministeriums eine gut geschriebene dreiseitige Analyse vorlegt, aber nicht einmal diese 3 Seiten will dann der Minister, will der Präsident lesen, sondern hört dann vielleicht eher auf einen Einflüsterer, der mit ganz anderen Interessen auftritt. Also ein Mastermind, das die Strippen zieht, habe ich in meiner kleinen sozusagen Begegnung da und dort mit Entscheidungsträgern nicht wahrgenommen. Ich sehe eher eine gewisse Tollpatschigkeit. Und wenn mich Bekannte fragen, das tun sie jetzt schon seit mittlerweile 30 Jahren, ja, hast du denn keine Angst, wenn du da und dort alleine bist? So, ich habe immer gesagt, es gibt nur eine Sache auf der Welt, die mir Angst macht, und das sind dumme Leute in sehr wichtigen Positionen. Da bin ich heute äußerst ängstlich und besorgt, ja, weil... Das ist doch eine grassierende Krankheit, oder? Ja, unglaublich. Also es gab schon, also ich habe schon immer wieder auch Menschen treffen können, wenn man dann sozusagen eine Etage höher in einem Betrieb oder wo auch immer hinkommt, dann denkt man sich, ah, da sitzt jemand, der hat das Big Picture oder der handelt mit einer gewissen Reflexion. Nur gegenwärtig, muss ich sagen, sind hier unglaublich viele Feiglinge am Werk, die also, ich weiß nicht, was sie treibt, Angst in erster Linie um ihre eigene Karriere,
aber es fehlen wirklich die Denker, es fehlen die Denker mit Rückgrat. Und das stimmt mich besorgt. Also um mich selbst mache ich mir da keine Sorgen. Ich weiß, auf mich aufzupassen. Aber ich mache mir Sorgen angesichts des Radius, den solche Entscheidungen dann entfalten können für uns alle. Okay, wir machen jetzt ein wenig Musik und danach kommen wir mal so langsam zu der aktuellen Situation in Nahost. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder zurück mit Frau Dr. Karin Kneisel in Österreich, welche ab 1998 nach ihrer Karriere als Diplomatin Korrespondentin war bei Die Welt. Frau Kneisel, bei uns ist nicht unbedingt immer die Springerpresse wohl gelitten. Wie kam es, dass Sie dort anfing zu arbeiten?
Das war eine ganz eigenartige Fügung. Ich war, es war damals auf meinem Posten noch in Madrid als Diplomatin tätig, hatte aber beschlossen, im Sommer 1998 endgültig nach 10 Jahren diplomatischen Dienst desselbigen den Rücken zu kehren und organisierte mir eine kleine Lehrtätigkeit an einer alten Uni in Beirut, wo ich es von vorher kannte, und erzählte einem deutschen Korrespondenten, dass ich das eben machen will. Und der sagte mir, die Welt macht gerade großes Relaunch, ich sollte ihnen doch schreiben, vielleicht kann ich vom Libanon aus als Korrespondentin mitwirken, was ich dann auch sofort tat. Dann kam aber die nette Einladung von der Welt, sie bräuchten mich in Wien und haben mir damals eine sehr interessante Pauschale angeboten. Und ich muss sagen, wirklich in meiner absoluten Ignoranz, was Springerpresse bedeutete, ich hatte also mit dem deutschen Verlagswesen weniger am Hut bis zu dem Zeitpunkt, ich wusste es schlichtweg nicht, was Springer bedeutete, begann dann kurz vor meinem Antritt eben als Springer-Korrespondentin in Wien eine Biografie über Axel Springer von Jürgen Roth zu lesen. Und da fiel mir so manches, also wie Schuppen von den Augen, weil ich dann anfing zu begreifen, wie soll man sagen, welche Interessen hier auch mittransportiert werden, welche Ziele man hat. Ich selbst habe keinen Arbeitsvertrag bei Springer unterschrieben. Ich arbeitete also am Anfang auf einer Pauschalbasis, die dann auch ziemlich bald Einsparungen zum Opfer fiel und dann nur mehr sporadisch. Aber ich stritt mich fast täglich mit den jungen Herren im außenpolitischen Ressort, gerade auch vor dem Hintergrund des Kosovo-Krieges von 99, über den ich damals aus Mazedonien, aus Albanien und eben auch aus dem Kosovo berichtete, wo ich einfach einen anderen Blick hatte. Ich sah das also nicht als die großartige NATO-Befreiungsaktion, sondern ich sah das als ein ziemliches Durcheinander, wo also unter anderem auch alte Munitionsdepots aus den USA entsorgt wurden. Und wenn man also hier mit einer anderen Meinung aufkommt, wird es schwierig. Und ich habe mich dann eigentlich auch immer stärker davon entfernt und war ganz froh, als ich dann sozusagen aus eigenen Stücken dem Ganzen den Rücken kehren durfte, weil ich war eigentlich ziemlich erschüttert über das, was ich so miterlebte. Wie ist denn das, wenn Sie die Welt lesen, würden Sie sagen, Berichte über Amerika, Berichte über Israel sind mit Vorsicht zu genießen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde es, also für mich gehört es letztlich ganz, ganz klar zum Berufsethos, ja, dessen, der schreibt, Objektivität, Fakten anschreiben. Und natürlich gelingt uns das nie 100%, weil niemand hat so die Möglichkeit, weit Augenschein zu nehmen. Aber ich kann nicht in einer Berichterstattung in einem Fort eine bestimmte politische Linie bedienen, sprich Förderung der transatlantischen Beziehungen. Das kann es nicht sein. Das kann ich sehr wohl machen, wenn ich für den Deutschen Marshallfonds arbeite oder wie auch immer und dort für Studenten Informationsveranstaltungen mache. Gut, dann weiß ich, wenn ich dorthin gehe, das ist diese Linie, die bedient wird. Aber das kann nicht in der Berichterstattung der Fall sein. Und das habe ich einfach von Anbeginn mit großer Skepsis gesehen. Und ich habe damals einfach auch angefangen zu begreifen, Pressefreiheit, Medienfreiheit ist eine Sache auf dem Papier. Die finanziellen Absicherungen sind wiederum etwas ganz anderes. Und das, was wir heute ja erleben, und ich habe das jetzt so, ich habe ja dann ziemlich bald für verschiedenste Zeitungen gleichzeitig geschrieben. Ich habe es ja dann auch in Österreich erlebt, wenn ich einen kritischeren Artikel über einen großen Konzern wie OMV oder über eine große österreichische Bank schreiben will, dann ging das nicht, weil das waren einfach die großen Inserenten, die großen Anzeigensteller. Das ganze Anzeigengeschäft ist ja mittlerweile ohnehin eingebrochen. Ich bin dann eben in eine Schweizer Zeitung gegangen oder in eine kleine deutsche Provinzzeitung mit einem größeren Beitrag, der wiederum in Österreich nicht platzierbar war, wie das so nett heißt. Und da habe ich so allerhand miterlebt und finde das eigentlich nur bedenklich. Sie, wenn Sie im Nahen Osten unterwegs sind, bemühen sich ja auch tatsächlich um persönliche Begegnungen mit Führungspersönlichkeiten dort. Und unter anderem fiel mir auf, Sie sind mal dem damaligen Generalsekretär der Hisbollah begegnet, Hassan Nasrallah. Ja. Sie deuten das nur an. Können Sie mal ein bisschen erzählen, wie das eigentlich ist, was man da machen muss, um so jemanden zu begegnen? Also selbst wenn das Treffen als solches feststeht, wir machen das, was passiert dann? Ne, es dauert eine Weile. Also sie brauchen vor allem Persönlichkeiten, die das Vertrauen ihres Gesprächspartners genießen und die ihnen vertrauen. Das heißt, profitiere eigentlich bis heute
in meinen Bemühungen, bestimmte Leute zu treffen, zu einem Gespräch von Kontakten, die ich mir wirklich über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, aufgebaut habe. Und als ich Hassan Nasrallah im Frühjahr 2004 treffen konnte, gab es einfach bestimmte Menschen, die mich kannten, die wussten, wer ich bin. Und so war das möglich, aber über 3-4 Ecken. Und man pflegt einfach Kontakte und man nützt Kontakte nicht aus und man nützt auch vielleicht oftmals, das trifft jetzt nicht unbedingt auf das Nasrallah-Gespräch zu, aber das habe ich vor allem auch in vielen Hintergrundgesprächen in der OPEC und in anderen Institutionen immer wieder erlebt. Ich habe versucht und halte es mir bis heute, bestimmte Informationen auch zurückzuhalten oder abzuwarten. Ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt rausschießen als die große Nachricht oder sonst etwas, sondern was viel interessanter ist, wenn man zwischen den Zeilen mithören kann, den Blick, die Analyse, das Langfristige, ja, also die Konstante einer bestimmten Haltung, die da ist. Und das, was für mich ganz entscheidend ist, ist einfach auch ein gewisser Respekt für Diskretion, ja, ohne dass man jetzt mit Informationen hinter dem Berg hält oder sonst wie. Aber ich habe gerade auch in meinem früheren diplomatischen Leben und Arbeiten eines versucht, immer wieder zu praktizieren, eine gewisse Diskretion, weil wenn man alles so exhibitionistisch handhabt, wie das heute sowohl in der Außenpolitik als auch im Journalismus leider der Fall ist, dann wird unheimlich viel kaputt gemacht. Ja? Und das kann sich sowohl negativ auswirken auf Ihr Arbeiten als Berichterstatter, als auch natürlich für die zwischenstaatlichen Beziehungen. Würden Sie sagen, dass zwischen der Politik und dem Journalismus im Westen eine zu große Nähe besteht? Unglaublich. Also ich habe ja wirklich schmunzeln müssen, als ich dann plötzlich von der Welt angeheuert wurde. Das war wirklich eine Sache von 48 Stunden. Da war ich mehr oder weniger schon am Sprung in den Nahen Osten und dann war ich plötzlich die Weltkorrespondentin in Wien. Und es war köstlich. Ja. Also wirklich, ich habe immer wieder innerlich lachen müssen, wie sie plötzlich alle hinter mir her waren und man konnte sich der Einladungen von politischer Seite nicht erwehren. Ja. Also ich habe dann einfach immer wieder absagen müssen, weil irgendwann muss man ja auch arbeiten. Man kann ja nicht immer da frühstücken und dort Mittagessen und die Pressekonferenz besuchen. Ich habe einfach gesagt, das reicht, ja, ich muss hier arbeiten, ich muss meine Texte machen. Und habe mich dann auch manchmal darauf ausgeredet, dass das Berlin schlichtweg nicht interessiert, ja, wenn jetzt dieser österreichische Landespolitiker oder Kabinettschef oder was auch immer da oder dort etwas tut oder sagt. Aber das Hinterherrennen dieser mediengeilen Politiker ist schon hochinteressant. Und ich habe das Anfang der 90er Jahre, als ich im Kabinett des österreichischen Außenministers tätig war, hat es mich also schon gewundert und das war wirklich noch in den Kinderschuhen damals, der Pressesprecher, mittlerweile gibt es nicht einen Pressesprecher, sondern es gibt bis zu 3-4 Pressesprechern für die nationale Presse, für die Netzwerke, für was auch immer. Und ich habe einfach damals festgestellt, wie stark die Rolle im Kabinett der Presseleute wuchs. Ja, das war in den 80er Jahren noch der Kabinettschef, der Berater, die Rechtsabteilung, wie auch immer. Und das wurde dann einfach immer stärker. The Media Alert, also auf gut altösterreichisch gesagt, eine Drucken ausblasen, wie das unsere Presseabteilung immer wieder sagte, präsent sein, Aufmerksamkeit erheischen, etc. etc. Also reine Eventpolitik, reine Spektakel, reine Fotosessions und das, egal ob das jetzt im EU-Rahmen passiert, bei irgendeinem lächerlichen Gipfel zur Rettung des Nahen Ostens oder was auch immer, es ist oberflächliche Spektakelgeschichte. Und es ist wirklich kurios, wenn man beobachtet, dann, wenn man ein großes Medium vertritt, und das war eben in dem Fall damals mein gewisses Privileg, wie dann einfach die Politikerkaste einem hinterherläuft. In Wien wird aber tatsächlich Politik gemacht, vielleicht nicht von den Österreichern, aber von gewissen Gästen aus aller Welt, die sich bei der OPEC treffen. Was ist die OPEC? Was für ein interessanter Club ist das? Ja, also die OPEC ist gegründet worden 1960 in Bagdad, also wird jetzt auch schon 54 Jahre alt und war eigentlich oftmals totgesagt. Also forget about OPEC, das hörten wir schon in den 1980er Jahren. Sie lebt immer noch, sie ist da, sie ist ein wesentlicher Akteur, nur wird sie meines Erachtens oftmals überschätzt oder unterschätzt. Also überschätzt dahingehend, dass man meint, wenn die OPEC-Staaten den Hahn auf- und zudrehen, dann bewegt das die Weltmärkte. Dem ist schon lange nicht mehr. Also ich habe das immer wieder an Preisverfall oder Preisanstiegen beobachtet.
die nicht mehr diesen alten Muster standhielten, Quote wird erhöht oder erniedrigt, Preis fällt oder steigt. Also diese Mechanismen existieren nicht mehr. Da greifen heute die Finanzmärkte viel stärker ein. Da also darf ich da nochmal eingreifen? Das ist ja? Also der Öl- bzw. Energiemarkt wird nicht von Angebot und Nachfrage gesteuert. Nicht mehr in dem Umfang, in dem es vielleicht lernen, ja, in einem Volkswirtschaftsstudium, sondern hier greifen einfach sehr, sehr viele andere Faktoren ein. Also Beispiel, ja, in den, es hieß normal, traditionell, wenn die OPEC also ihre Quote für ihre 12 Mitglieder sind sie, runtersetzt, dann steigt der Preis. Wir erlebten dieses Quotenkürzen beispielsweise im Herbst 2008. Ja? Also im Sommer 2008 stand ja der Preis auf einem unglaublich hohen Niveau. Das war damals der OPEC-Basket, lag bei 150, Brent bei teilweise 170. Das waren also diese großen Verwerfungen, nicht zuletzt ausgelöst von den jungen Chefökonomen der großen Investmenthäuser wie JP Morgan, Goldman Sachs, die also verkündeten, der Preis wird also auf 200, 300 steigen, alle rannten hinterher. Und dann passierte im September 2008 das, was passierte, nämlich das Platzen einiger Blasen offiziell, ganz geplatzt sind sie ja teilweise schon vorher. Und dann verfiel der Preis. Also wir erlebten im Herbst 2008 einen Preisverfall, also vom OPEC-Basket her gesprochen, von 150 auf 30 innerhalb von 2-3 Monaten. Also im November 2008 stand der Preis bei 33 US-Dollar pro Fass. Ja. Und das, ob zwar damals wirklich fast im Wochenrhythmus die OPEC ihre Quote kürzte, ja, also es hatte nichts mit der Produktion zu tun, es hatte einfach mit Verwerfungen auf den Finanzmärkten zu tun. Ja, wobei diese hohen Preise natürlich auch ihr Schäflein dazu beigetragen haben, zur Krise von 2007, 2008. Denn wenn ich sehr viel Geld für mein Benzin im Auto bezahlen muss, kann ich es nicht eventuell auch noch verwenden für Hypothekenrückzahlungen. Nun ja, Sie vertreten die These, dass im Nahen Osten der Erste Weltkrieg noch lange nicht zu Ende ist. Wieso? Ja, weil die Karten des Nahen Ostens, die Grenzen, die wir dort sehen, theoretisch noch unmittelbares Ergebnis der Grenzziehungen sind, die man also 1919, 1920 in Angriff nahm, als das Osmanische Reich zerfiel, aufgelöst wurde. Und die Siegermächte des Ersten Weltkrieges, Großbritannien und Frankreich, teilten sich dann die Region neu auf. Und das wurde dann in Form gegossen in einem Erdölabkommen in San Remo im April 1920. Also heute hört man oftmals, Sykes-Picot-Grenzen sind aufgelöst und die Karten von Sykes-Picot sahen ganz anders aus als die Karten, die dann in den 1920er Jahren entstanden. Und ich verweise immer gerne darauf, der Irak, also damals noch Nordmesopotamien genannt, entstand entlang einer Pipeline. Es war die Mosul-Haifa-Pipeline. Und genau, also diese Problematik, die jetzt in diesen Wochen, Monaten wieder ganz hoch auf der Agenda ist, das Erdöl im Nordirak, also in den kurdischen Gebieten, ist hochqualitativ, sehr nah an der Oberfläche, relativ kostengünstig explorierbar. Und das wusste man auch schon vor 100 Jahren. Und die Briten hatten also damals die Hand drauf und sie kontrollierten ja als Mandatsgebiet, also als Einflusszone, quasi Kolonie, sowohl den Irak als auch das Mandatsgebiet Palästina. Und sie waren eben diejenigen, die eine Pipeline bauten von Mosul nach Haifa. Also Haifa heute in Israel, große Hafenstadt. Und kurioserweise nach dem Irakkrieg von 2003 gab es Ansätze der Israelis und der Amerikaner, genau diese Pipeline wieder zu revitalisieren. Wobei aber im Kurdengebiet im Irak vor allen Dingen auch chinesische Ölfirmen sich breit gemacht haben. Auf jeden Fall. Wem kommt das denn jetzt dann zu Pass, dass zum Beispiel die Chinesen da anscheinend wieder vertrieben werden? Also das kommt zu Pass wahrscheinlich all jenen Erdölkonzernen, die in den letzten Jahren meines Erachtens rechtswidrig mit den Kurden große Abkommen abgeschlossen hatten. Ja, weil die kurdische Provinzregierung Nordkurdistan führte sich auf, als wäre sie bereits ein Souverän und verkaufte im großen Stil Erdöl und Erdgas, was sie rein rechtlich nicht durfte. Und viele europäische Staaten haben sich immer wieder bekannt zu einem Gesamtstaat Irak, aber letztendlich den Gesamtstaat Irak unterwandert, unterminiert, indem sie also ein nordirakisches, kurdisches Öl kauften.
Es kommt zu Pass wahrscheinlich auch meines Erachtens den Investoren in unkonventionelle Förderungen, sprich Schieferöl, Schiefergas, weil mit einem relativ hohen Niveau, Preisniveau, das sich eben ergibt auch aus den geopolitischen Unwägbarkeiten im Moment, rechnen sich bestimmte unkonventionelle Förderprojekte mehr, als wenn wir gegenwärtig einen Preisverfall erlebten, der ja auch möglich wäre aufgrund der Rückkehr des Irans als wesentlicher Erdöl- und Erdgasproduzent. Ja, was ist denn eigentlich ISIS? ISIS steht im englischen Deutschen also für Islamischer Staat im Irak und in Syrien, wobei ich gerne darauf verweise, dass die arabische Abkürzung Daesh heißt nicht Syrien, sondern Scham. Und Scham ist ein alter arabischer Begriff für eine viel weitere Region. Das ist also sozusagen die weite Levante, das Großsyrien, das sich über Palästina, Israel, Jordanien auf die Halbinsel Sinai hinunterzieht. Und das macht sie so brisant, weil es geht ja nicht nur darum, in den beiden vom Krieg gepeinigten Staaten Syrien und Irak jetzt hier ein Kalifat auf die Beine zu stellen. Die Vordenker und Gründer von ISIS, das war unter anderem eben ein gewisser Zarqawi, ein Jordanier. Und das Ganze ist wirklich entstanden in unmittelbarer Reaktion auf den US-Einmarsch im Irak 2003. Ja, weil vorher gab es keine Al-Qaida in Irak, dann war sie da. Dann war sie ziemlich bald da, weil natürlich auch, ich meine, einer dieser unglaublichen Kriegsgründe, mit denen also die Allianz damals diesen Krieg forcierte, war ja unter anderem dieser wirklich völlig irrige Hinweis, Bagdad stünde mit Al-Qaida in Kontakt, was wirklich nicht der Fall war. Also jeder, der ein bisschen was davon verstand, wusste, dass das nicht der Fall war. Und ISIS hat sich als ein Al-Qaida-Ableger gebildet, 2004. Aber die Gründer von dieser neuen Bewegung, also Zarqawi, hat sich ziemlich bald mal mit der Al-Qaida-Führung überworfen, weil es einfach um grundlegende Konzeptfragen ging. Al-Qaida möchte den globalen Ansatz, also die mehr oder weniger islamische Weltrevolution, während Zarqawi und seine Leute gesagt haben, wir konzentrieren uns auf dieses arabische Kerngebiet, also sprich Damaskus, Bagdad, die alten arabischen islamischen Metropolen, also die ersten großen Zentren der islamischen Kultur, Abbasiden, Umayyaden, das ist unser Kerngebiet. Und Zarqawi als jordanischstämmiger Aktivist hat auch immer ganz hoch auf seiner Agenda gehabt den Sturz des jordanischen Königshauses. Also das war immer ganz, ganz hoch bei ihm oben und natürlich die Befreiung Jerusalems. Und ich glaube, das wird gegenwärtig hier auch etwas außer Acht gelassen, dass wir eigentlich, also viele Kommentatoren sagen heute Kampf um Bagdad. Ich glaube, es wird weniger um Bagdad jetzt gekämpft werden. Das tun sie sich im Moment nicht an. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es zu gewaltigen Unruhen, Aufflackern von neuen Gebietsfetzen und Entstehen von Gebietsfetzen kommt, sowohl auf dem Sinai, wo wir heute viele No-Go-Areas haben, wo einfach kein Mensch weiß, was dort wirklich los ist, wo ein gewaltiger Waffenfluss stattfindet. Das hat sich also vor allem unter der Regierung Mursi durchgesetzt. Und wir haben natürlich auch dieses Riesenproblem Jordanien. Ja, die Levante, ist die auch interessant in Sachen Energie? Ja, sie ist interessant, weil wir haben jetzt eben auch Erdgasexploration, die sich offenbar kommerziell rechnet, offshore, also in diesem Dreieck zwischen Zypern, Israel, Syrien, Libanon, Ägypten. Und hier sind israelische US-Konsortien eigentlich seit einem Jahr bereits recht flott unterwegs, explorieren. Und es kann sein, dass also Israel hat zumindest das vor, zu einem Erdgasexporteur sogar zu werden. Ägypten hat seine Offshore-Produktionen, kann sie nicht so bedienen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das hat viel mit einfach dem Chaos in Ägypten zu tun. Aber es gibt hier eine ganz interessante energiepolitische Zusammenarbeit wieder zwischen Ägypten und Israel, die technisch abläuft, aber die offenbar funktionieren soll. Nur zeitgleich haben wir natürlich einen Kampf um diese Erdgasfelder zwischen der Türkei, die auch was einfordert, zwischen Syrien und Israel und auch zwischen dem Libanon und Israel. Die Türkei möchte ja auch immer wieder gerne mitmischen bei der Anti-Assad-Koalition in Syrien. Was halten Sie davon? Und was halten Sie davon, dass die Türken auch zu unlauteren Mitteln greifen? Mir sagen viele türkische
ja, Politologen, aber die eben nicht genannt werden wollen. Unser Land, unsere Regierung hat sich zum Mitwisser eben des Terrorismus in Syrien und im Irak gemacht. Also nicht nur Mitwisser, sondern einfach zum Mitakteur, ja? Ja. Indem die türkischen Behörden beide Augen schließen, was diesen Dschihadisten-Harbi anbelangt, weil all diese jungen Leute, die mit einem One-Way-Ticket auf einer türkischen Billigfluglinie in Adana ankommen, und dann dort mehr oder weniger mit Autobussen und Logistik versorgt nach Syrien einreisen und von dort dann vielleicht auch weiter jetzt in den Irak und dieses Kalifat. Das passiert mit dem Wissen, mit dem Mitagieren der türkischen Behörden. Das ist ganz klar ein Faktor. Und das Chaos und das menschliche Elend, das wir heute in Syrien erleben, hat sehr, sehr viel mit der Türkei und mit Katar und Saudi-Arabien zu tun. Natürlich mischt auch der Iran mit, den darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber dieses Befördern eines sunnitischen Extremismus bis hin zur Gründung eines neuen Kalifats, vielleicht auch wenn das die Damen und Herren in Ankara nicht ganz so wollten, aber Chaos in Syrien, Chaos in Bagdad, das war schon ihr Ziel. Ist der Bürgerkrieg, der sogenannte, in Syrien ein solcher oder ist das ein internationaler Stellvertreterkrieg? Vielmehr das Zweite. Es ist ein Stellvertreterkrieg, weil ein Bürgerkrieg, wir haben, ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt ich war nur ganz kurz in Damaskus vor ein paar Monaten mal, aber da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber in den eigentlichen Kriegsgebieten wie Aleppo, Homs, Hama und so weiter war ich schon lange nicht mehr, also ich traue mir jetzt da auch keine handfeste Aussage zu, aber das, was mir syrische Freunde berichten, die dort sind, Beispiel, also jetzt was auch den christlich-muslimischen Gegensatz anbelangt, es gibt viele unglaubliche Berichte von Muslimen, die also in Eigenregie ihre Privatsicherheitstrupps aufbauen, um ihre christlichen Nachbarn zu schützen, ja. Also es ist nicht dieser Konflikt. Wir haben hingegen, was mir eben auch syrische Bekannte schon vor Jahren gesagt haben, sie haben dort junge Kämpfer aus Pakistan, aus Indien, aus Tschetschenien in großem Stile. Die wissen nicht einmal, wo sie sind auf der Landkarte. Also fast so wie All-Inclusive-Touristen haben sie dort also junge Terroristen, die sich aufhalten irgendwo in Syrien und glauben, sie kämpfen gegen die Israelis, ja. Wenn wir über die Türkei sprechen, dann sprechen wir auch über die NATO. Ist das gefährlich? Ja, ich habe mit großem Interesse beobachtet, Ihre Beharrlichkeit im Sinne also eines wirklich sehr aufrechten investigativen Journalismus nachzugehen, der Frage, was denn gewisse NATO-Munition auf syrischem Gebiet machte. Und vielleicht ist auch das eine oder andere Indiz dafür vorhanden, was Seymour Hersh vor ein paar Monaten aufbrachte, nämlich die sehr, sehr aktive Verwicklung türkischer Behörden, türkischer Akteure in die Giftgasanschläge im Sommer 2013. Ja, es gibt ja auch schon eine Untersuchung vom MIT dazu, die mehr oder weniger zu dem Schluss gekommen ist, dass die Munition nicht da abgefeuert worden sein kann, wo gesagt wird, dass sie abgefeuert wurde. Aber ist das nicht grundsätzlich so? Da kommt es irgendwie zu einem Anschlag und sofort, ohne überhaupt, dass geklärt ist, wer dafür verantwortlich ist, sind hier gewisse Kreise gewillt, sofort mit dem Finger am Abzug rumzunesteln? Ja. Es ist offenbar so. Also ich war letztes Jahr in der zweiten Augusthälfte, war ich ziemlich im Einsatz, weil es eben hieß, ja, also in 48 Stunden beginnt der Angriff auf Syrien. Ich habe mit einer gewissen Beharrlichkeit gesagt, es wird nicht dazu kommen, ja, weil einfach, es war mir klar, dass die militärischen Entscheidungsträger haben gesagt, das geht nicht. Ja. Ein 48-Stunden-Beschuss von Syrien bringt nichts. Wir hatten aber sehr viele kreischende Stimmen, die vor allem, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es waren vor allem die weiblichen Stimmen in Washington, die also alle unter diesem seltsamen Titel von wegen Responsibility to Protect, also diese humanitären Interventionismus forderten und eben eine Bombardierung Syriens einforderten. Ich war ziemlich fest davon überzeugt, dass es nicht dazu kommen würde. Es war dann auch so, weil wahrscheinlich viele einfach nicht wussten, und was sollen wir jetzt tun? Ja? Wo sollen wir bombardieren? Wie soll hier ein Angriff aussehen? Aber auf politischer Ebene wurde hier sehr, sehr stark herumgekreischt. Und das waren eben also in Washington vor allem die Sicherheitsberaterin Samantha Powell, Susan Rice, Samantha Powell, die UNO-Botschafterin und
auch in Frankreich wurde hier sehr, sehr stark also mobilisiert, wobei vielen französischen Entscheidungsträgern es nicht klar war, woher dieser Drive kam. Also das war so irgendwie die ganz persönliche Linie von Außenminister Fabius, die von vielen Diplomaten nicht mitgetragen wurde. Und ich glaube, in Frankreich hat hier sehr, sehr stark auch gewirkt der Einfluss von Katar. Also Frankreich wird von Katar streckenweise durchgefüttert. Und die Kataris bestanden einfach auf einer Bombardierung, auf einer Zerstörung der Regierung Assad. Also hier herrscht ein echtes Tohuwabohu. Und dass man aus diesem Syrien-Debakel wieder rauskam, das hat man der russischen Diplomatie zu verdanken. Ja, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber prinzipiell wollte ich Sie mal fragen, wenn ich mir den War on Terror grundsätzlich angucke, dann ist das eigentlich ein Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. Ist das völlig falsch von mir so gedacht? Nein, es läuft vieles darauf hinaus, zweifellos. Und wir haben ja diese Problematik auch jetzt mit der Mobilisierung der saudischen Streitkräfte an der irakischen Grenze. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, die Grenze zu sichern und vielleicht einzugreifen, was ich für weniger wahrscheinlich halte, sondern die Sorge um die schiitische Minderheit in Nordost-Saudi-Arabien, wo auch die großen Erdölfelder sind. Also, Weiß kaum jemand. Die Schiiten sind die, die dort die Ölfelder bedienen. Nein, nicht unbedingt die Ölfelder bedienen, aber die Schiiten sind diejenigen in der islamischen Welt, die der letzten Offenbarung des Propheten noch einiges hinzufügten und hinzufügen. Und das macht sie zu Heretikern, also zu Glaubensabtrünnigen. Und diese tiefsitzenden Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten, die reichen ins 7. Jahrhundert zurück, also in die Anfänge des Islam, sind dazwischen immer wieder ausgebrochen, aber nicht so massiv wie in den letzten 15, 20 Jahren. Ja, gut, jetzt würde ich Sie fragen, und dann kommen wir gleich zu Russland im Anschluss, weil ich glaube, das hat miteinander zu tun. Was würde denn eigentlich passieren in Syrien, wenn das Assad-Regime oder die Regierung, um es ein bisschen neutraler zu sagen, stürzt? Noch mehr Chaos. Also ich habe zum Beispiel alawitische Kurdenfreunde hier im Ruhrgebiet und die sagen mir, ja, dann wird halt Hexensabbat gefeiert werden, dann sind wir weg. Ja, naja, das ist die große Sorge, die hatten die Alawiten schon lange bevor dieser Krieg ausbrach. Also hatten die Alawiten immer schon die Sorge, dass sie dann sozusagen eben die große Hexenjagd auf sie stattfindet. Und das sind immerhin 15% der Bevölkerung. Das gilt genauso für andere Minderheiten, ob jetzt Drusen, Christen, wer auch immer. Und aber es ist einfach noch mehr Chaos. Und ich glaube, es hat sich eines herumgesprochen in den Nachrichtendiensten des Westens. Also da reichen sich im Moment die Türklinke in Damaskus in die Hand, MI6 und CIA und die Deutschen und so weiter. Alle, also all diese Herrschaften wollen den Assad-Leuten ihr Interesse kundtun zu Kooperationen, technischen Kooperationen von wegen Dschihadisten in Europa. Aber in den Außenministerien hat man sich bis heute noch nicht durchgerungen zu einer Linie, die ein bisschen konstruktiver, ein bisschen realitätsnäher auch ist, was eben ein Umdenken zu Assad anbelangt. Dass es bisher noch zu keinem Schlachten hoch 10 gekommen ist nach einem Sturz des Assad-Regimes, hat das im Wesentlichen mit Russland zu tun? Kann sein, ja. Also man hat gesagt, das waren so die Informationen, die ich hatte, vor allem im Jahr 2012. Ja, mittlerweile haben sich auch die Dinge da ein bisschen gedreht und ich weiß nicht, wie stark die Ingerenz der Russen noch ist, aber es hieß eine Zeit lang, dass die Tatsache, dass die Assad-Regierung keine Flächenbombardements durchführt, das ist die Zurückhaltung, die ihnen die Russen auferlegen. Ja. Mittlerweile haben wir aber diese grauenhaften Fassbombenattacken ja, auf Aleppo und andere Städte, also da ist auch keine Zurückhaltung mehr gegeben. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wer hier auf wen noch wirklich sozusagen die Ingerenz, das heißt also die Einflussnahme hat. Ja, aber ist das nicht eh so in einem Krieg, dass die verfeindeten Parteien Eigenschaften austauschen? Also der eine ist brutal, dann wird der andere noch brutaler und so weiter? Ja, nein, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, es ist genug passiert auf beiden Seiten und es gibt genug vielleicht auch Schauermärchen, die in dem Umfang nicht ganz so stattgefunden haben, aber das kennen wir ja dann auch, das ist Teil der Propaganda und der psychologischen Kriegsführung. Und ich erinnere da an einen zynischen, aber trefflichen Aussage von Putin vor einer dieser Genfer Konferenzen rund um Syrien vor ein paar Jahren. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, als auf YouTube das Video kam, dass ein Soldat der Freien Syrischen Armee, also da reden wir gar nicht von den ganz Radikalen,
sondern dass ein solcher FSA-Mann einem toten syrischen Soldaten die Organe rausreißt und verspeist. Also dieses Kannibalen-Video, das hat damals großes Entsetzen gesorgt. Und Putin sagte einige Wochen oder Monate später, also ziemlich trocken, es liegt nicht in der Tradition russischer Diplomatie, Menschen zu unterstützen, die andere Menschen essen. Und Putin hat damals die Dinge ziemlich klar auf den Punkt gebracht, während also im westlichen Hühnerhof herumgegackert wurde und die einen eben diese Gruppe unterstützen und die anderen jene. Und die Amerikaner sagen, wir wollen jetzt da und dort aufrüsten und keiner weiß, wo die Waffen landen. Also hier herrscht auf westlicher Seite ziemliches Tohuwabohu. Wenn man das Ganze mal Politik als Kasperle-Theater betrachtet, dann ist ja jetzt der Putin das Krokodil. Ja. Wird das dem Mann gerecht? Nein. Und soweit ich mich an Kasper noch zurückerinnern kann, also ich fand das Krokodil eigentlich letztendlich immer recht sympathisch. Ja. Aber Putin ist der einzige Schachspieler in diesem Zirkus. Mhm. Und Putin hat auch, also ich war vor ein paar Wochen erstmals in Moskau und es ist ganz interessant, in einer Stadt unterwegs zu sein. Ich war ein bisschen noch am Land draußen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe Russland besucht, aber ich war wirklich nur ganz kurz am Land, aber es war trotzdem wichtig, auch eine andere Stadt zu erleben, jenseits von Moskau. Aber es ist interessant, im Gespräch mit den Leuten zu verspüren, hier stehen 80% der Bevölkerung hinter ihrer Regierung und nicht aufgrund einer Repression, ja. Also ich kenne zentralasiatische Staaten, wo die Situation anders ist, oder ich kenne auch die chinesische Situation ein wenig, und das ist in Russland anders. Und die russische Außenpolitik ist die einzige, die diesen Titel Außenpolitik auch noch verdient. Frau Kneise, Sie sprechen Englisch, Sie sprechen Französisch, Sie sprechen Arabisch, Sie sprechen auch das moderne Hebräisch. Also verstehen Sie recht viel, was da vor sich geht. Würden Sie sagen, aufgrund dessen, was Sie da verstehen, wird uns hier, werden uns die multiplen Konflikte gut vermittelt? Überhaupt nicht. Also es ist genau, wir sehen es also jetzt in dieser Konfrontation Ukraine, das ist ja nun wirklich ein Jammertal an seltsamer Berichterstattung, und da tut jede erfrischende Stimme, wie eben die auch eines Willi Wimmer Beitrags von letzter Woche, sehr, sehr gut. Aber wir sind hier in einer ganz kuriosen Situation, die ich mir nicht hundertprozentig erklären kann, aber zur Ukraine traue ich mir auch keine Aussage zu, weil ich war nie in der Ukraine, aber ich glaube, Otto Normalverbraucher empfindet es ähnlich, dass man sich sagt, da wird uns was aufgetischt, dass das nicht so ist, ja. Und wir haben, was den Nahen Osten anbelangt, zweifellos eine sehr schablonenhafte Berichterstattung. Und wenn es um Syrien ging, dann war eigentlich seit 2011 eine Berichterstattung im Gange, die auch dort, wo sie freie Journalisten hatten, diese freien Journalisten sich meines Erachtens immer wieder auch zum Instrument der einen oder anderen Gruppe machen ließen. Also in dem Fall oft der sogenannten Opposition. Jetzt ist das nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, wenn die Rezipienten von westlichen Medien immer skeptischer werden und ihre Glaubenshörigkeit gegenüber den Medien verlieren. Aber ist das, wenn das denn geschieht, nicht eigentlich ein gutes Zeichen? Es ist ein gutes Zeichen, aber ich würde auch gar nicht sagen, dass die Medien hier die Bösen sind. Ja? Also ich sage das auch als jemand, der teilweise immer noch versucht, freien Journalismus zu betreiben, aber ich sehe mich nicht jetzt als 100% Journalistin, weil ich davon schlichtweg nicht lebe. Ja? Also auch nicht meine Steuern aus diesen Umsätzen zahle, sondern die zahle ich mehr aus Unterricht und Analyse und anderen Sachen. Aber die Problematik, die sich meines Erachtens vor allem stellt, und ich reviere das auch ein bisschen in meinem Buch, das ist die der Thinktanks. Ja? Also wir haben heute sogenannte Policy Setters in Form von universitären oder parauniversitären Institutionen aller Art. Ja. Die platzieren ihre Experten in den TV-Debatten, die platzieren in den Parlamenten ihre Analysen. Ja. Und die haben einen viel, viel stärkeren Radius als jede Redaktion. Also die Redaktionen, die ich da und dort noch miterlebe, blasen aus dem letzten Loch, kaufen in den ein, zwei Agenturen ein oder sind dankbar, wenn ihnen dann ein Think Tank einen Interviewpartner liefert, der einfach eine Linie vertritt, aber nicht eine unabhängige Berichterstattung. Ja, aber zum Teil sind ja die sogenannten Alpha-Journalisten auch Teil dieser Think-Tank-Netzwerke. Ja, sind sie auf jeden Fall. Da gibt es ganz tolle Organigramme, gerade was eine Redaktion der Zeit anbelangt. Also es ist irre, was sich da abspielt auf dem Sektor. Ja.
Und ich frage mich nur, ich meine, was reitet diese Leute, dass sie sich so verkaufen? Ja, brauchen sie noch Geld? Ich meine, die Festangestellten bei gewissen Redaktionen, die sind ja nicht so arm dran. Ja, arm sind die Freien, die draußen unterwegs sind, aber deren Texte man teilweise nicht kauft, weil sie nicht interessant sind oder dann für Zeilenhonorare kauft, von denen man schlichtweg eine Reise nicht finanzieren kann. Ja, wen das auf wissenschaftlichem Wege interessiert, dem würde ich empfehlen, von Uwe Krüger das Buch Meinungsmacht zu lesen, erschienen im Institut für praktische Journalismus- und Kommunikationsforschung der Universität Leipzig. Frau Kneisel, wir kommen jetzt an das Ende unseres Gesprächs. Das endet mit einem herzlichen Dankeschön, dass Sie da waren. Gerne, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Wie immer, sehr angenehm, mit Ihnen einen Gedankenaustausch führen zu können. Vielen, vielen Dank. Ich sage nochmal, wir hatten uns unterhalten über das Buch Mein Naher Osten. Es ist bei Braumüller in Wien erschienen, ganz vor kurzem erst, von der Frau Karin Kneisel. Ich will das sehr, sehr empfehlen, weil es sich sehr gut lesen lässt. Es ist voll mit Anekdoten, manchmal schön, manchmal schrecklich. Also ich denke, man wird da eine sehr abwechslungsreiche Zeit mit haben. Und damit, liebe Freunde des Jungle Drum Radio, verabschiede ich mich heute und sage auf Wiederhören.